Eine kurze Frage. Ja, das reicht doch. Das sind immer diese Monsterreichweiten von ihm. Der nervt mich hier nämlich noch wesentlich mehr als das Schlachtschiff da hinten. Naja, das ist sowieso die allerschönste Reichweite hier. Okay, jetzt hat er sich da noch einen Fighter aus dem Ärmel gezogen. Den muss ich hier jetzt angreifen. Wie viel Benzin hat denn der noch? Ach, 25, okay. Hat er nichts in Reichweite oder schon keine Muni mehr? Okay, er hat nur einfach nichts in Reichweite. Kaboom! Kaboom, bang! Versuchst jetzt schon wieder Soundeffekte einzufügen, obwohl hier schon Soundeffekte drin sind. Naja, bei mir halt nicht. Meine Soundeffekte sind cooler. Können die Zuschauer ja mal entscheiden, welche Soundeffekte findet ihr cooler? Die, die das Spiel schon drin hat, oder die, die als er hier gerade macht? Ich finde, das Voting ist eindeutig. Welches Voting? Das siehst du doch jetzt noch nicht. Ich meine, egal. Die Folge kommt eh erst in was weiß ich wie viel Wochen oder Monaten auf YouTube online, also. Trotzdem. Ich bin da zuversichtlich.
Hier ist ein Lightning Strike. Lightning Strike. Den da kriege ich nicht weg. Na, zumindest das blöde Ozium kriege ich weg. Sparen wir jetzt halt weiter auf Bomber. Oder? Na gut, mein Stealth-Fighter ist jetzt eh gleich weg. Wegen? Der Missile. Damit schießt er mir jetzt höchstwahrscheinlich mein Stealth-Fighter ab. Und er hört noch nicht super. Oh, da hat sich eine eigene Einheit getroffen. So, was haben wir denn? Eine Menge Späher und Infanterieeinheiten in Reichweite. Trotzdem nicht an die Einheit ran. Schade. Wenigstens kriege ich den Rocket Launcher. Rocket Launcher für Grid. Das bringt mir jetzt gar nichts.
Also noch ein paar Bomber bauen. Muss ich hier auch wirklich mal mit der Orangen Armee hier durchbrechen. Was ich eh bald wieder kann, wenn ich so meinen Powerbar anschaue. Ja, warum nicht? Dual Strike. Orange Crush. Na, immerhin eine ist da reingegangen. Dann lass mal den Shake mal wieder ran. So. Dann haben wir seine Armee mal wieder schön dezimiert. Weiter geht's hier. Der Fernwaffenparade. Jetzt wäre die Sache schon langsam eine Überlegung wert. Wäre. Überlegung ist es jetzt, eine Tech Power reinzuhauen hier. Na,
dann frei nach dem Motto, weil wir schon dabei sind beim Taggen gerade. Wäre zwar jetzt fast besser gewesen, wenn ich Andy noch mitgenommen hätte, weil der hätte jetzt da schön meine Armee am Schluss nochmal schön reparieren können. Weil Andy und Eagle taggen nämlich auch ziemlich gut. Ja, die Reparatur ist sicherlich praktisch. Ja. Ich muss da jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. Erstmal die ganzen Anti-Air-Einheiten da wegräumen und dann lassen wir Sammy mal ran. Jetzt kommt der große Geniestreich. Flughafen besetzt. Ich könnte auch endlich anfangen, Damage aus dem Panzer zu machen. Ja. Glück gehabt. War immerhin einer noch weg, ne? Ja, ja. Das ist. Aber beim ersten hatte ich jetzt übelstes Glück. Beim Kopter. Und jetzt habe ich hier oben den Flughafen. Es kommt nochmal ein Ex Machina. Der geht mit höchstwahrscheinlich in Grids Fernwaffen rein, weil die da gerade alle so schön beieinander stehen. Oder in die ganzen Flieger. Ja, bei den Fernwaffen geht er rein. Nicht besonders schlimm, nee, oder? Da unten interessiert es mich gerade nicht wirklich. Der greift schon wieder Panzer mit Infanterieeinheiten an. Das ist wieder sehr interessant. Du hast ja ganz schön das Schlachtfeld aufgeräumt. Ja. Zweimal mit Rachel's Super da reinhalten bringt halt was. Diese Supercore Power ist ja auch der Grund, warum Rachel im Top-Tier ist. Hier Listen von diesem Spiel? Ja. Es gibt ein paar, also die Tiers sind Bottom, dann das Low Tier, Balanced Tier, Top Tier, Broken Tier und Godlike Tier. Das heißt also, das Spiel wird auch richtig competitive gespielt oder ja. Was? Gibt nicht mehr allzu viele, die das noch machen, aber liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Meta ein bisschen broken ist. Weil sprich, jeder spielt dasselbe? Naja, es ist halt in der Einheitenkomposition wird das Ganze halt festgelegt. Der Großteil der Armee besteht aus Infanterie, wenn man es richtig spielt. Nämlich ca. 75% der gesamten Armee besteht aus Infanterieeinheiten. Schauen wir mal, ob das noch geht. Ja, geht. Incredible. Der muss dahin, damit er die Anti-Air-Einheit daran nicht vorbeischieben kann.
Dann lassen wir unser Flieger erstmal wieder ran. Okay. Hören wir mal auf, Zeit zu verschwenden. Machen wir nur noch das Nötigste, nämlich hier das Ding noch kaputt machen, weil es extra Punkte gibt. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch hier hin und Feuer drücken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist sogar noch ein S-Rang. Und für ziemlich alle Beteiligten müsste das eine Promotion sein. Genau. So, ein Level haben wir noch. Und das letzte ist eigentlich eher ziemlich einfach. Okay.